Ja, Mahlzeit, liebe Freunde des Erzählkar-Bereichs. Ja, was haben wir hier im Vordergrund? Axial RBX10 Rift-Getriebe. Da habe ich mich gerade mit befasst. Ja, der Miller Rock Racer ist soweit fertig, aber macht Probleme ohne Ende. Und zwar habe ich gestern Abend und heute Morgen noch die ganze Zeit probiert. Da ist irgendwie ein Problem. Ich weiß es noch nicht, wo das Problem liegt. Wenn man das Fahrzeug anschaltet, alles funktioniert, Lenkung funktioniert, Gas geben kann man, bremsen, alles tippitoppi, alles läuft super. Dann habe ich ja noch zwei Servos verbaut, einmal fürs Zweiganggetriebe, ja, dieses erste und zweite kennt ihr, und die Differentialsperre für die Vorderachse. Servos laufen auch alle, brummen nicht, alles super toll, und man schaltet zweimal hin und her, wups, Motor aus. Kann man kein Gas mehr geben, keine Ahnung. Lenkung funktioniert weiterhin, Servos kann man auch schalten, aber der Motor schaltet ab. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Motor wird auch nicht warm. Man kann hinten auch dran fassen. Also ist nichts, was da warm wird. Kann ja eigentlich auch nicht. Also, was da das Problem ist, gute Frage. Weil ich habe mit dem Fahrzeug ja schon gefahren hier in der Wohnung. Da hat das ja tippitoppi funktioniert. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was jetzt sein kann, ich habe den Wagen gestern programmiert. Und zwar habe ich von 2S auf 3S programmiert, weil ich den ja auch auf 3S fahren werde. Dass da irgendwo das Problem liegt. Keine Ahnung. Dass da vielleicht irgendwo das Problem liegt. Da muss ich aber einen Experten befragen. Und das kann ich Montag erst machen. Der wird mir wahrscheinlich da genauere Auskunft geben können, was da jetzt genau mit ist, weil da bin ich auch überfragt, gebe ich gerne zu, da bin ich überfragt, was das Problem ist. Ich kann noch mal wieder auf 2S zurückprogrammieren, gucken, ob es dann weiterläuft. Vielleicht, dass es da irgendwo in der Richtung da der Fehler zu suchen ist. Ne? Also ja, bevor ich da irgendwas kaputt mache und bevor ich anfange, mich daran zu ärgern an dem System, sage ich lieber, lassen jemand fragen, der Ahnung davon hat, der sagen kann, okay, das ist das Problem, das ist das Problem. Weil normalerweise ein Fusion Pro muss auf 3S laufen. Und er hat ja auch hier in der Wohnung gelaufen. Ne? Ja, gute Frage, was das jetzt ist. Aber egal, deswegen habe ich den Wagen erstmal zur Seite gestellt. Falls da alle Stricke reißen, wie gesagt, das hatte ich ja auch in dem anderen Video schon gesagt, dann fliegt das ganze Antriebskonzept raus, dann wird alles gesperrt und dann wird alles, das ist mir vollkommen Wurst, dann wird alles gesperrt, dann kommt der ganze Mickmack kommt raus und dann kommt ein ganz anderes Getriebe rein, ein Einganggetriebe und dann ist Ruhe im Käfig. Ne? Dann ist Ruhe. Weil so ein Heckmeck brauche ich nicht, ich will Fahrzeuge haben, wo ich mitfahren kann, die zuverlässig sind, die auch funktionieren. Ja, so. Deswegen habe ich mich hier jetzt mit dem Thema befasst. Der Rift, den habe ich gekauft von jemandem. Der hat das nur zusammengebaut. Der Wagen hat nie gefahren. Das war eine Kit-Version, also sprich Bausatz. Man muss alles zusammenbauen. Wer sich damit auskennt, es gibt ja diesen Rift auch als RTR, also RTR, also Ready to Run. Der Ready to Run mit der Fernsteuerung pipapo, der hat das Einganggetriebe drin und dieser als Bausatz hat den Zweiganggetriebe drin. Aber wenn man dann so die ganzen Berichte liest, ich habe mich da auch schon mit jemandem unterhalten, der sagte, eigentlich völliger Schwachsinn, weil die Untersetzung ist von schnell nach hyperschnell völliger Unsinn. Er sagte auch, da kannst du besser auf Eingang umschalten. Erstmal hast du Ruhe, brauchst kein Servo, es geht nichts weiter kaputt. Gut ist. So, das habe ich hier jetzt gerade gemacht. Das sind die Zahnräder, die man dann ausbaut. Ne, das ist hier, könnt ihr sehen, so eine Schaltkulisse.
Da läuft dann die Schaltgabel drin und zieht dann ja nur hoch und runter, ne? Und die vier fallen natürlich dann, ups, wo sind wir, da rein und nimmt dieses Getriebezahnrad mit. Mehr ist das einfach alles nicht. So, das muss man ausbauen. Dann setzt man das wieder rein. Es ist dieselbe Welle. Ne? Das haben wir vorweggenommen. Das ist dieselbe Welle. Man muss nur die beiden C-Clipse abnehmen. Dann schiebt man das Zahnrad wieder drauf. Zwei Kugellager drauf. Fertig. Hier das C-Clips drauf. Da kommt ein Kugellager drauf. Das sitzt ja hier noch drin. Ne? Nicht, dass es euch nicht wundert. Das andere sitzt auch da unten drin. Deswegen sitzt hier keins drauf. Und dann haben wir hier das Mittendifferential. Ne? Wie ihr sehen könnt, ich habe es nicht gesperrt. Jetzt will ich das noch mal ausprobieren. Immer so mal dünn. Geht der da rein? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, der geht da rein. Weil ich wollte das erst mit dem Spool, wollte ich das komplett sperren. Aber das denke ich, mache das noch mal nicht. Drehen tut sich das. Schwer, aber es dreht sich. Dann hat der Kollege das wahrscheinlich innen drin, wie viele das ja auch befürworten. Man soll das Differentialgehäuse dann vollproppen mit Fett, dass es zwar nicht gesperrt ist, aber dann so eine Teilsperrung dann eigentlich bewirkt, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. So, jetzt fangen wir mal an, das Ganze zusammenzubauen. Ist eigentlich auch ganz logisch. Dieses Getriebe ist eigentlich hyper simpel. Das ist, weiß ich nicht, da braucht man nicht wirklich technische Ahnung von zu haben. Da steckt man hier so rein. Ja, Vorführeffekt natürlich. Steckt man da so rein. Ja, klar. So, jetzt aber. Tschakka, so, sitzt drin. Das Geile ist, was ich wirklich geil finde, die Verzahnung Modul 1 finde ich nur genial. Ne? Also, mal gucken, ob das jetzt alles so passt. Das dreht sich leicht, richtig hyperleicht. Ne? So, und dann kommt natürlich dieses Fett, das ist ein Stahlzahnrad. Wie ich ein fettes Teil. Das kommt da oben drauf. Hüpsa. Jetzt baue ich das natürlich schon wieder. Jetzt muss ich das ein bisschen gegenhalten. Jetzt muss ich selber eben gucken, wo die flachen Stellen sind. Könnt ihr sehen? Da ist eine flache Stelle. Und das muss hier jetzt. Das sieht man schlecht. So müsste das. Genau, so. Ja, und dann. Ey, das läuft wirklich super leicht. Alter, was läuft das leicht? Wir sehen. Und das mit Modul 1. Und da könnt ihr trotzdem noch sehen, das sind die Ausgangswellen, wie schnell das noch läuft. Ne? Und angetrieben wird der gute Kollege da hier von dem Jungen hier. Castle. Das ist ein 1412er 3200 kV. Guckt euch die Motorwelle an. Und wenn man das, die Rastung, wenn man das ist absoluter Wahnsinn. Also da haben die Leute auch schon gesagt, das ist genau der richtige Motor. Obwohl es gibt, scheinbar gibt es noch einen besseren Motor. Und das ist der Holmes, also Holmes, 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 das ist eine amerikanische Firma, John Holmes, der macht auch viele YouTube-Videos, den, jetzt muss ich es gut sagen, den Puller Pro L540R als 2200 oder 2700 kV Motor. Dann habt ihr wirklich die ultimative Maschine. Das ist auch schon oft von hier, von diesem einen da, Ami, getestet worden. Das ist die ultimative Maschine für den Rift. Da bin ich auch noch überlegen, ob ich mir den Motor zulegen werde. Aber erstmal mache ich erstmal eine Probefahrt sowieso mit dem.
gesteuert wird. Das Ganze kann ich euch auch mal zeigen, den Regler hier. Ein Copperhead 10, auch von Castle. Das ist auch ein richtig feiner Regler. Ne? Richtig geiles Teil. Ventilator auch gleich eingebaut. Ist mit Sensorkabeln in allen Pipapo, also scheinbar soll das besser laufen. Dann hat man nicht dieses Clogging, wer das kennt, ne, dass der Motor dann anfängt so gut zu kotzen und zu stottern und zu machen. Ne? Aber das wird man alles noch sehen, ja. So, dann werde ich gleich noch ein bisschen Fett reinhauen und dann festziehen. Und dann haben wir das Ganze. Und hier kann ich euch mal die Chassis zeigen. Da ist das gute Ding, ne? Ja. Da habe ich mich natürlich auch schon richtig, wer das sehen kann, wer Ahnung von der Materie hat, der weiß schon gleich, was los ist mit der ganzen Aufhängung und alles. Da habe ich mich schon richtig mit befasst. Das Servo, wer das kennt, nein, wie heißt das Ding noch? Nein, iMod. Soll 46 Kilo haben. Ja, ist komplett aus Metall. Wie ihr sehen könnt, hat seinen separaten BEC-Eingang. Also, das ist schon eine richtige Klamotte, ne? Also, den könnt ihr, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich meine, dass ihr den auch auf 11, also auf 3S direkt an, den kann man direkt an 3S anschließen. Ja, dann holt er sich sein Back, holt er sich nur oder seine Einsteuerung hier, weil den steckt ihr ja nur nachher in den Empfänger. Da kriegt er nur sein Steuersignal drüber. Ne? Sein Strom kriegt er dann hier rüber, direkt über die Fahrbatterie, dass das Backsystem nicht abstürzt. Da bin ich mal gespannt. Also viele sagen, die Dinger sind super, richtig super gut. Einige sagen, es ist laut und nicht ganz so schnell, aber werde ich mal sehen. Hat natürlich nicht so viel Geld gekostet, aber ja. Also ich bin von dem Fahrzeug wirklich begeistert. Und wenn man andere Videos gesehen hat, ich habe die Achsen schon versehen mit Boom Racing Tubes. Das heißt, es sind ins Achsgehäuse Stahlrohre noch wieder reingekommen, damit die Achsen nicht flexen, weil wer sich damit auskennt, weiß, dass die Achsen gerne mal zum, gerade hier in diesem Bereich, da in dem Bereich, vorne und hinten, da fangen die gerne an zu brechen oder zu reißen. Das ist irgendwie so eine ganz komische Schwachstelle von den Achsen. Wer natürlich auf Nummer sicher gehen will, kauft sich irgendwelche Yeah Racing Achsen oder was haben wir da sonst noch? GPM, macht GPM Achsen für Rift? Weiß ich gar nicht. Vitaphone kann man natürlich noch nehmen. Naja, nur Vitaphone, zwei Achsen. Wisst ihr selber, das übersteigt den Wert des Fahrzeugs. Ne? Ich meine, dann hat man was, dann ist man auf Nummer sicher. Ne? Dann kann man auch da qua motortechnisch alles reinbauen, was man will. Aber ihr wisst es ja selber, fängt man irgendwo an, upgradet man, wird man immer wieder irgendwo eine Schwachstelle finden, wo man dann wieder ansetzen muss. Dann fliegen einem nachher wieder die Kardanwellen weg. Oder die Mitnehmer, die sind ja Metallmitnehmer, ne? Ja. Also hier würde, Kunststoffmitnehmer würden hier wahrscheinlich keine Minute überleben. Die würden so zerschreddert werden, hundertprozentig. Ne? Genauso diese Links hier, die habe ich auch gleich eingebaut. Weil, wie oft sieht man in den Videos, dass diese Kugelköpfe, diese Kunststoffkugelgelenke auch abreißen, weil die einfach, die können die Kraft einfach nicht halten. Ne? Ja. Gut, das soll es erstmal gewesen sein, da zu dem Thema. Da liegen die Kardanwellen, die hier in die Ausgänge rankommen. Dann werde ich mir das Getriebe gleich noch eben ein bisschen zurechtfetten, den Motor reinbauen, das Ritzelspiel vernünftig einstellen. Dann kann man das Ganze einbauen. Und dann habe ich Einganggetriebe. Tja, dann habe ich die Zahnräder über. Ich habe sogar zwei Kugellager über. Ja. Tja. Und dann wollen wir weitersehen, dass wir den Wagen zum Laufen kriegen. Weil das Projekt hatte ich ja wegen dem Umzugs eingestellt. Und
Ja, wie das dann immer so ist, ne? Ach ja, das wollte ich auch noch mal zeigen. Das ist das Originalritzel, was da eigentlich drauf muss. 17er. Ha, Reknitter, das ist noch mal ein, das ist noch mal ein Kavenzmann, ne? Ja, der hat aber einen Distanzring für Motoren, die dann eine 317er Welle haben, weil alle Motoren, die ich so kenne jetzt, was ich hier gerade gezeigt habe, der Kollege hier, ja, könnt ihr sehen, guckt ihr euch die Motorwelle an. Ne, das ist keine Kinderkacke mehr, das ist schon richtig ausgewachsen. Ne? Obwohl dieser Motor noch in der unteren Mittelklasse der Castle-Motoren sitzt. Das ist ein 1412er, das geht hoch, Leute. Ey, da habt ihr, das passt hier wahrscheinlich gar nicht ins Bild rein. Da habt ihr Cola-Büchsen. So groß gibt es die. Ne? Für dann 1 zu 8er. Ne? Und die 5 mm Welle ist nicht umsonst. Die ist nicht umsonst. Das ist nicht, weil sie so lustig sind und denken, oh, da machen wir eine dicke Welle rein. Nee, die Wellen reißen ab. So viel Dampf haben die Motoren. Das ist kein Scheiß. Ne? Und dann könnt ihr jetzt mal den Unterschied sehen. Ja, so riesengroß ist das gar nicht, weil das ist jetzt ein 15er, ne? Ja, das ist ein 17er. Ich möchte einen 15er verbauen. Ich habe hier sogar noch einen 14er. Das muss ich mal gucken. Ne? Wie die Verhältnisse so sind, wie das alles passt. Aber ich denke mal, ein 15er. Ich glaube, dann hat man auch eine vernünftige. Ich möchte auch nicht, dass das Ding zu schnell wird. Weil, wenn man die Videos immer so sieht, die Dinger, die sind schon wahnwitzig schnell. Und ich möchte den eigentlich auch nur auf 3S fahren und das reicht. Ne? Wenn man dann 4S, dann wären die Dinger ballistisch und dann kann man die auch gar nicht mehr kontrollieren. Dann sind die einfach nicht mehr zu kontrollieren. Ne? 3S ist schon, das ist schon an der Grenze. Ne? Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zugucken. Ja, vielleicht kann es den einen oder anderen noch wieder so ein bisschen so ein paar Anreize geben. Wie gesagt, bei Fragen stehe ich immer gerne zur Verfügung, aber bitte vernünftig, nicht irgendwelchen geistigen, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Unsinn oder sonstigen Quatsch, eben ein bisschen vernünftig. In dem Sinne, schönen Sonnabend noch und tschüss.